Wochenendimpuls, vierter Advent, hört, hört, der fette Advent steht vor der Tür und dieser wunderschöne Engel, gemalt von Petra Arndt, der Engelmalerin aus Hamburg und äh, aus dem Kartendeck, ja, wie heißt es so schön, die Liebe der Engel von Petra Arndt und Elke Kirchner, ja, und dieser Erzengel Uriel gibt uns natürlich die kraft der erde und das durchhaltevermögen gleich mit er inspiriert dementsprechend in die kraft zu gehen und es ist ja auch sehr stimmig wir sind kurz vor weihnachten und ich möchte gleich darauf hinweisen das ganze video youtube clarissa m seite lichtweg impulse atlantis und ein zweiter engel hat sich auch gezeigt und zwar Verstehen auch von Petra Arndt und die Texte aus dem Die Liebe der Engel von Elke Kirchner. Ich ähm, channel runter, ja, verstehen, es geht um das Verstehen, ähm, was dein Auftrag hier auf Erden ist. Verstehe und witzigerweise ist es auf der Seite 77, ich habe es mal nachgeschlagen und wir sind heute am Freitag am... 17.12. in der Spiegelung der 17 und äh, am 16. Tag sind wir heute in der Spiegelung 16 und es ist die 77 und es steht hier auch auf der Seite 77, also 77. Ja, es findet sehr viel Downloads und Bewegung statt, ist auch sehr schön hier nochmal durch die Sterne symbolisiert. Es geht um das Verstehen. Verstehe deinen Auftrag, verstehe dich selbst, verstehe, warum du hier auf Erden bist, was du erfüllen möchtest. Und der vierte Advent kurz vor Weihnachten bietet dir diese Möglichkeit nochmal an, in dieses Verstehen zu kommen. Morgen sind wir in der 8.8 und dann in der 9.9, bevor es nächste Woche dann in die Meisterschaft geht. Und natürlich auch in die Winterwende am 21. in der neuen Welt, die 21, am 22. Portaltag, am 23. der Neumond, 24. Weihnachten und erster Weihnachtsfeiertag. Also sehr kraftvoll und da bekommen wir auch diese Kraft und Unterstützung durch Erzengel Uriel an die Hand in die kreative Kraft zu gehen, in sein inneres Selbst, in, sein, in seine Schöpferkraft, in sein inneres Potenzial hineinzutauchen und aus dieser Erde heraus, herauszusprudeln wie Lava. Und verstehe, dieser Engel bietet dir an, alles zu verstehen, was jetzt zu dir oder durch dich durchdringen möchte. Und zu dir kommen möchte hier auf Erden. Und ich finde, das ist eine wunderschöne vierte Adventbotschaft, sich und die Welt zu verstehen. Und dieser wundervolle Engel, ja fast schon, der uns ins goldene Zeitalter jetzt eben hineinbringt, in 2023, neben wir ja im siebener Jahr im Wagen. Fahrt auf und das ist auch wunderbar heute sind wir ja schon in der 7 7 Spiegelung. Ich habe auch alles noch mal niedergeschrieben auf Facebook oder Instagram Telegram Signal. Lass dich begleiten durch Erzengel Uriel, werde kreativ und lebe deine Schöpferkraft vollends aus. Und so wünsche ich einen wundervollen vierten Advent und ich werde eine Wochenbotschaft gestalten in dieser grandiosen Woche, nicht nur diese Woche, sondern auch nächste Woche. Diese Woche sind wir noch in dieser Spiegelung der Meisterzahlen, die du gerne auf YouTube auf meinem Kanal clarissam.seite genießen kannst und nächste Woche geht's ab durch die Mitte in die neue Welt in dieser Winterwende ins 7. Jahr 2023 auch bevorstehen die Rauhnächte kann man auch schon beginnen am 21. bis 5. Heilig Drei oder dann auf der Nacht vom 24. beginnend die zwölf Rauhnächte bis zum Heilig Drei zum 6. 1.2023. Namaste und eine wundervolle Wochenendzeit im vierten Advent. Claire.